Hi zusammen! Heute wird es nicht nur kalt, sondern auch richtig heiß. Ja genau, ihr habt richtig gehört. Ihr fragt euch jetzt, wie das funktioniert? Entspannt euch. Ganz locker. Wir machen das jetzt Step by Step zusammen. Mein Name ist Christian Senf und wir backen heute einen Himbeer-Alaska-Cake. Was wir für den Boden brauchen, ist ein einfacher Mürbeteig. Das heißt Mehl, Butter und Zucker. Ich gebe zur Sicherheit noch ein Ei hinzu. Das könnt ihr aber, wenn ihr wollt, weglassen. Jetzt haben wir alle Zutaten in die Küchenschef-Gourmet gegeben. Wichtig hierfür, knetet euren Teig für ca. 5 Minuten. Danach etwas ruhen lassen und später rollen wir den Teig zwischen zwei Backpapieren gleichmäßig aus. Ihr wisst nicht, wie das funktioniert? Gar kein Problem. Bei uns auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch dafür ein Video. Der erste Step ist getan. Unser Teig läuft, jetzt widmen wir uns der Eismasse zu. Hierfür benötigen wir nicht viel. Sahne oder Milch? Eier, Vanille, bisschen Zitronenabrieb und Zucker. Damit das Ganze noch Farbe bekommt, gebe ich jetzt meine Himbeeren hinzu. Jetzt werden wir unsere Masse in der Maschine bei ca. 84 Grad zur Rose abziehen. Und danach kommt das Ganze in den Eisbereiter. Schaut mal, wie cremig das Eis geworden ist. Toll, können mich glatt reinsetzen. Wir haben also unser Eis, unseren Teig. Und da fällt mir gerade echt noch was ein. Erdnussbutter. Ich habe das als Kind geliebt. Ich glaube, das passt hier mega geil zu. Ja, und die hole ich. Und damit bestreiche ich mir als erstes die Tarte. Toll. Wir haben jetzt unsere Erdnussbutter, unser Eis gleichmäßig draufgegeben. Und jetzt kommt das für ca. 20 Minuten in den Froster. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Baiser, damit wir in unseren Alaska-Cake später richtig tolle goldbraune Farbe geben können. Und darum kümmern wir uns jetzt. Schaut mal, das nenne ich cremig. Haben wir das nicht perfekt hinbekommen? Toll, oder? Jetzt müssen wir eigentlich nur noch unsere Tarte vollenden. Und das tun wir jetzt. Unser Eis ist perfekt angefroren. Da geben wir jetzt Himbeeren drauf. Wichtig, wenn wir jetzt unsere Tarte in den Ofen geben, wir haben jetzt hier eine Grillfunktion, die ist auf 240 Grad. Achtet drauf, nicht zu lange, weil sonst verbrennt uns der Baiser. Und da sagt noch jemand, backen ist nicht kochen. Alter Schwede, das sieht doch geil aus. Seht ihr das? Wow. Ein krosser Teig. Das Eis so leicht cremig läuft's raus, verbunden mit der Erdnussbutter. Und obendrauf unser krosser Baiser. Das ist für mich Gaumen 6. Ihr wollt zu Hause das Ganze nachkochen? Kein Problem. Unter www.kenwoodworld.com findet ihr das Rezept. Ich freue mich. Schickt mir eure Bilder, schickt mir eure Posts. Bis zum nächsten Mal.